Hallo zurück in der Waddle Dee-Stadt von Kirby und das vergessene Land. Nach dem letzten Part, in dem wir das Kolosseum hier bezwungen haben und Meta Knights Schwert erhalten haben, habe ich zufällig hier einen seltenen Stein entdeckt, der auf dem Dach, 13 haben wir jetzt schon, der auf dem Dach des Waffenladens gespawnt ist, wenn man hier am Dachfirst entlang geht. Gut, dann machen wir jetzt schnell mal den Expertenjob. Wilder Job, okay. 4 verschiedene Gerichte. Zur Auswahl. Oh, da kriege ich auch gleich wieder Hunger. Okay, schauen wir mal. Ja klar, von ganz rechts nach ganz links schickt's mich halt hin und her. Ja, kommt doch mal, was ist in der Mitte? Jesus! Ja gut. Wie gesagt, so schnell komme ich halt nicht rüber. Ja gut. Wenn immer nur Burger und Torte kommen, ich meine, come on. Ja, okay, kriege ich dann auch mal was anderes als Burger und Torte. Danke. Unglaublich. Oh mein Gott! Drei Prozent Kundenzufriedenheit. Egal. Egal. Was war denn das jetzt wieder? Das hat mich jetzt auch wieder fast eine halbe Stunde gekostet. So ein Schwachsinn. Es kommt halt total drauf an, was du für Bestellungen kriegst. Nicht einmal hatte ich es, dass ich von der Torte ganz links zum Burger ganz rechts und wieder zurück musste. Das kostet halt viel mehr Zeit, als wenn du einfach nur zur Flasche und zur Maxi-Tomate musst. Nein! Es ist halt so viel Glück dabei. Natürlich musst du auch wissen, wo was ist und darfst keinen einzigen Fehler machen. Keinen. Aber come on! Also, diese Minispiele triggern mich schon. So was Unnötiges. Nein, danke. Danke für deine harte Arbeit, Kirby. Ich hoffe, du hilfst uns bald mal wieder. Nein. Hey Kirby, darf ich dich kurz stören? Du hast uns in letzter Zeit oft unter die Arme gegriffen und dich sogar im wilden Job wacker geschlagen und, deshalb möchten wir dir diese besondere Figur hier überreichen und dir unseren tiefsten Dank aussprechen. Bereit? Also dann, danke! Na, wenigstens was. Kirby Servicekraft. Kirby hat einen Nebenjob im Waddle Dee Café gefunden und arbeitet dort nun hinter dem Tresen.
Als Angestellter muss er seinen Appetit jedoch zügeln, denn das Essen ist ausschließlich den zahlenden Kunden vorbehalten. Als die Waddle Dees haben gezahlt? Nicht bei mir. Wird Kirby auch dieser Herausforderung gewachsen sein? Puh, oh mein Gott. Okay, genug in der Waddle Dee Stadt. Auf, zurück in die Winterkuppe. Gut, so, ich glaube, wir haben nur noch den Meta Knight Schwertschatz zu tun. Und müssten dann alles haben, bis auf den Boss natürlich. Suchen, da war doch auch gerade was. Suchen. Ah, eine rote Münze, schön. Okay, Schlag zu, Meta Knight Schwertprüfung, 1,30. Hört das auch mal wieder auf hier? Mann, Mann, das ist jetzt endlos. Hey, aber immerhin, Zielzeit erreicht, aufs erste Mal. Na, das freut mich doch. Das freut mich jetzt wirklich. Nach diesem blöden Minijob im Waddle Dee Café. Danke, danke. So, gut. Damit müssten wir hier alles haben. Ja. Mal schnell durchchecken. Ja. Ja, okay, den haben wir gerade gemacht. Oh nein, da ist doch noch einer. Autostopfer, Rasen und Ausweichen. Fließbandpiste. Ja, okay, gut, aber die Zielzeit mache ich hier nicht. Oncam. Den Tornado-Schatz haben wir. Den Krimskramsiegel haben wir auch. Glühbirnenstopfer. Bombenkette. Bleistiftbohrer. Und Edleindecker. Gut, dann fehlt nur beim Auto hier die Zielzeit. Gut, passt. Egal. Auf geht's zum Boss. Auftritt des Bestienkönigs. Okay, eins wird natürlich wieder sein, keinen Schaden zu nehmen. Wir haben noch 67 Sekunden von unserem Buff. 100 Pro, ich habe das nur geschafft wegen des Buffs. Okay, aber das wird auslaufen, bis ich da oben bin.
Okay, was nehmen wir? Eigentlich ist Feuer ganz geil. Ja. Kann schon was, ne? Okay, raus geht's nicht. Ja, und der Buff ist weg. Noch ein alter Bekannter. Der königliche Erzfeind, König DDD. Okay, Schaden ist schon mal vorbei. Jesus. Ganz schön fix, der Gute. Ja, nee, nimm dir eine Säule, klar. Oh, oh. Ja, okay, gut. Habe ich nicht viel machen können jetzt. Jesus! Das war aber auch knapp. Oh. Besiege den Boss ohne zu blocken. Na, hey, cool, immerhin, immerhin. Und besiege den Boss innerhalb von 1 Minute 30. Auch schön, nehme ich, nehme ich. Aber natürlich ohne Schaden. Ja, ja. Und wir kriegen die Sucherbombe Blaupause. Oh Gott, na endlich, weg mit der blöden Bombenkette. Hey! König Waddle, König DDD. Okay, verschlucke König DDDs Hammer fehlt uns, okay, und keinen Schaden nehmen, na klar. Was passiert da im Hintergrund? Nein! Elfelin! Das ist aber gar nicht nett. Oh, es geht zu einer anderen Insel. In eine Wüstenwelt. Die Origenis-Wüste. Geil. Elfelin wurde von König DDD entführt. Erkunde das nächste Gebiet und rette Elfelin. Die Wüste Wiege des Lebens. Oh cool. Darauf freue ich mich auch schon. Aber
Zurück zur Waddle Dee Stadt, um das abzugraden gleich. Ausnahmsweise sind wir nicht direkt nach einem Boss zur Waddle Dee Stadt gekommen. Oh nein, Elfilin. Ja, Bomben können weiterentwickelt werden. Sehr schön, sehr schön. Und wir sind mal wieder fast tot. Eine Maxi-Tomate, bitte. Geld haben wir ja genug. Hey Kirby, ich habe hier noch was für dich. Ding, da staunst du was. Eine besondere Figur, die bekommen nur unsere treuesten Kunden. Cool. Immerhin. Zwei Figuren an dem Café. Die Waddle Dee Servicekraft, dieser fleißige Aushilfskoch, sorgt dafür, dass die Gäste des Waddle Dee Cafés auch immer schön satt sind. Leider lockte der Duft seines leckeren Essens nicht nur neue Kunden, sondern auch das Bestienrudel an. Doch jetzt, da das Café wieder aufgebaut wurde, brummt das Geschäft wie nie zuvor. Danke fürs Vorbeikommen, lass es dir schmecken! Oh, ganz alleine sitzt er da. Okay. Bomben-Upgrade. Ach, weg mit diesen Bomben. Vielen Dank für deine Geduld. Die Spezialpower-Bomben kann nun zur Sucherbombe entwickelt werden. Ja, ja, weg damit. Bloß weg damit. Schneller und kraftvoller, gut. Her damit. Die Spezialpower-Bomben hat sich zu Sucherbombe entwickelt. Okay, wenn der Name Programm ist, dann... Ja, sucht sie sich ihre Gegner. Oh gut, das ist sehr schön, das ist wirklich angenehm. Gut, okay. Dann zurück zu König DDD. Hoffentlich können wir ihn jetzt noch machen. Ich meine, er ist ja eigentlich geflohen. Oh, die verbotene Insel ist das, okay. Na, schauen wir mal. Oh, keine Elfilin. Verschlucke König DDDs Hammer, okay. Und kein Schaden, natürlich. Ha. Das wird happig. Zweite Phase. Die ist gefährlicher als die erste. Thank you.
Wow. Wow. Ui, ui, ui. Komm schon, geh drauf! Holy moly! Puh! Ich fand das jetzt nicht leicht. Ich geb's ganz ehrlich zu. Blocken, dodgen, springen? Hui! Okay, jetzt fehlt nur noch den Hammer verschlucken. Oh, Mann! Okay, das ist jetzt easy. Wir müssen nicht mehr ohne Schaden dadurch kommen. Na komm schon, geh in die zweite Phase. Passt. Der Hammer verschwindet nämlich ziemlich schnell wieder. Oh, das ist nicht fair. Oh, bleib doch an einem Platz, Schön mit deinem eigenen Hammer. Okay, endlich. Alle Waddle Dees. Sehr gut, ja. Damit sind sie auch alle hier in der Winterkuppe. Genau. Ja, und ich hab halt genau gar keine Leben mehr. Egal, gehen wir zur verbotenen Insel in die Origenis-Wüste und schauen dort noch, ob wir noch Straßen der Schätze finden. Münzen. Oh, da wird's auch wieder Nacht. Ah, okay, da ist gleich eins.
Und es ist Wasserballonstopfer. Na, machen wir das doch noch. Wassermarsch, rutschige Geschichte. In 1,20. Ich glaube nicht, dass die jetzt einfacher werden hier. Ah ja. Die 1,20 werde ich natürlich wieder nicht schaffen. Weil ich habe jetzt nur noch 20 Sekunden. Weiß nicht, wo der große Fehler gewesen wäre, ehrlich gesagt. Okay. Finden wir noch eins. Okay, da ist der Boss, da wird's wieder Nacht. Ah ja, da ist noch eine. Gut. Hebebühnenstopferschatz. Oh weia, das klingt auch ungut. Rein mit uns. Strecken und sammeln. Pfad der Hebebühne. Eine Minute. Okay. Okay. Geht sich halt wieder nicht aus, ne? Wieder ums Arsch lecken nicht, ne? Eine Sekunde oder so. Nicht mal eine Sekunde. Nicht mal eine beschissene Sekunde. Okay. Genug für heute. Genug für heute. Genug für heute.
die letzten zwei Parts haben mich hart getriggert mit den Minigames in der Waddle Dee-Stadt. Und auch der Kampf gegen König DDD, das kein Schaden nehmen, war auch triggernd. Und jetzt das. Genug für heute. Beim nächsten Mal geht's mit den Leveln hier in der Origines-Wüste weiter und ich hoffe, dass die wieder genauso geil werden wie die Level der vierten Welt. Keep gaming!